des Publikum, die Quers alle Welt haben sie gesehen. Es geht beim jungen Lord um die Geschichte eines arroganten, stummen, der ist eine stumme Rolle des Sir Edgar, der ein Zugereister ist in einem kleinen deutschen Provinzstädtchen, was im Stück Hülsdorf-Gotha heißt. Er brüskiert von Anfang an diese Provinzler. Und dann kauft er einem Zirkus, der dort auf dem Hauptplatz von Hülsdorf-Gotha gastiert, einen Affen ab, den er zu Menschen dressiert, zu einem menschlichen Verhalten dressiert. Und den gibt er dann als seinen Neffen Lord Barrett aus. Und alle fallen natürlich prompt darauf rein. Also es geht auch um Wahrnehmung, wie man sich trügt, weil man was sehen möchte. Also hat eine gewisse Gesellschaftskritik. Keimzelle ist natürlich eine aus einer Märchensammlung von Wilhelm Hauff, dem großen poetischen Märchendichter des 19. Jahrhunderts, aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und die Bachmann hat also dort die kleine Geschichte sich genommen und ausgeweitet zur Oper, zum Opernlibretto. Was glänzend gelungen ist, finde ich. Es ist ein unglaublich poetischer, hochmusikalischer Text. Sie arbeitet dem Henze da ganz kongenial zu. Was er schreibt, ist eine unglaubliche, süffige, gewitzte Musik. Man merkt, das ist ein super Spätromantiker. Er wurde abgelehnt von der Avantgarde, weil er nicht Avantgarde war. Er besann sich auf alles, was in der Vergangenheit war, hat zwar einen eigenen Tonfall, ohne eine komplett neue Sprache erfinden zu wollen. Es ist ein sehr menschliches Stück und man kann sich in manchem Verhalten doch sehr schnell wiederfinden. Und Provinz findet ja sowieso nur in den Köpfen statt. Ein Ass, ein Ass, ein Ass, ein Ass.